Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier in einem Bella Macchina, in einem wunderschönen Auto, den neuen Fiat 500, der mit Elektroantrieb. Denn Fiat hat die Produktion des Fiat 500 komplett auf Elektro umgestellt und dafür ein ganz neues Auto entwickelt. Im Prinzip 96% aller Teile hier sind komplett neu entwickelt. Es ist nicht nur ein Verbrenner mit Akku drunter geklebt, sondern es ist komplett für die Elektromobilität entwickelt worden. Und das hat mich natürlich unheimlich gereizt, abgesehen vom Formfaktor. Denn der Fiat 500 war ja schon immer eine Design-Ikone im Prinzip, eine italienische Design-Ikone. Und mit diesem Fiat 500e hat Fiat da wirklich nochmal einen draufgesetzt. Also sowohl optisch von außen als auch von innen ist das einfach ein Ding. Also das kann man nur lieben und es löst jetzt gerade so ein bisschen den Honda e ab, bei mir zumindest, was das Design angeht. Also ich finde den Wagen so richtig, richtig schick. Und jetzt muss der Fiat 500 mal zeigen, ob er für ein bisschen mehr taugt als nur für die Stadt. Angegeben ist er ja mit einer Reichweite von 320 Kilometer, also bis zu WLTP, und einem Verbrauch so um die 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und ich möchte ihn jetzt mal auf meine Reichweitenstrecke schicken, bei 130 auf der Autobahn. Ja, ich weiß, es ist ein Kleinwagen, aber 130 auf der Autobahn ist einfach so eine Geschwindigkeit, die möchte man auch mit so einem Wagen fahren, zumal wenn er so gut fährt wie dieser hier. Und da muss er mal zeigen, wie der Verbrauch so in Wirklichkeit im realen Leben sich darstellt. Gerade jetzt auch, wir haben wieder 9 Grad, es ist ein bisschen nieselig, also kein optimales Sommerwetter, sage ich mal. Und danach nehme ich noch eine Ladekurve auf, um mal zu gucken, ob der Fiat wirklich die 85 kW einhalten kann. Und deswegen wird es wieder ein interessanter Test, also bleibt dran. Auch die inneren Werte, die können sich total sehen lassen. Also Fiat hat sich hier echt Gedanken gemacht und hat auch, was die Elektromobilität angeht, ein bisschen mitgedacht. Das kann man ja auch nicht bei jedem Hersteller so behaupten. Abgesehen jetzt mal davon, dass der Wagen für die Elektromobilität erstmal neu entwickelt wurde. Die inneren Werte, also zum Beispiel die Ladeleistung hier, soll AC immer 11 kW sein und DC bis zu 85 kW. Und das mit einem 42 Kilowattstunden großen Akku. Nutzbar davon sind 37 Kilowattstunden. Also für so einen Kleinwagen ist das doch schon mal echt geil, muss ich wirklich mal sagen. Und auch von innen haben sie sich wirklich so ein paar Sachen ausgedacht, abgesehen von den vielen Details, die ich euch gleich noch mal kurz zeige. Assistenzsysteme, das hier ist übrigens die La Prima Version in der Cabrio-Ausstattung, also im Prinzip die höchste Ausstattungsklasse. Und da ist wirklich alles drin, was es so gibt, glaube ich zumindest. Also ich vermisse hier zumindest nichts mehr. Es hat einen adaptiven Tempomat. Der Fiat hat einen Spurhalteassistent. Autonomes Fahren auf Level 2 damit möglich. Es hat Totwinkelwarner, es hat Apple und Android CarPlay. Es hat Echtzeitverkehrsdaten auf einem 10,2 Zoll großen Display in der Mitte, was sehr flüssig reagiert. Also da kann man wirklich gar nicht meckern. Ich habe da schon Autos gesehen, da dauerte das viel länger und das war ein bisschen träge. Hier ist es alles ziemlich smooth, muss ich sagen. Und abgesehen davon, die Materialien hier im Innenraum sind natürlich für einen Kleinwagen
oft Hartplastik, also hier unten alles, was so abwärts dieser Mittelkonsole ist, ist schon relativ übelstes Hartplastik, muss man einfach sagen. Aber die Sitze, Kunstleder mit Fiat-Logo eingeprägt oder eingestickt, 500-Logo eingestickt. Hier oben, das ist so ein Stoffgeflecht. Hier ist es leider wieder Hartplastik. Das hier ist so eine Art Kunststoff in Wagenfarbe lackiert. An den Türen gibt es Kunstleder-Applikationen. Der Türausstiegsknopf ist elektrisch. Also hier ist ein Knopf, da drückt man drauf und dann geht die Tür elektrisch auf und man kann sie nur noch aufdrücken. Also das fühlt sich eher wie Premium an. Eigentlich fühlt sich es eher eine Klasse höher an, muss ich sagen. Ja, es ist und bleibt natürlich ein Kleinwagen. Das heißt, ich mit meinen 1,82 Meter, wenn ich mich hier hinsetze vors Lenkrad und den Sitz so auf mich einstelle, dann kann hinter mir ja im Prinzip nur noch ein Kleinkind sitzen, auf jeden Fall kein Erwachsener. Das geht einfach nicht. Es ist eigentlich ein Zweisitzer mit zwei Notsitzen hinten für Kinder. Mehr kann man hier nicht erwarten. So, wir haben jetzt 85% im Akku und angezeigt wird mir 209 Kilometer Reichweite. Das heißt, wir sind bereit und können starten. Dazu schalte ich hier auf D und auf geht's. Ja, im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, so bis 30 km/h, hört man hier im Inneren so ein Säuseln, will ich es mal nennen. Das ist wahrscheinlich der künstliche Sound, den man hier hört. Gar nicht so unangenehm. Also es ist nicht nervig und es ist auch kein hochfrequentes Piepen. Der Elektromotor selber ist unhörbar. Das ist schon mal super für so einen Kleinwagen. Und auch so, was die Geräuschkulisse angeht und die Federung, ist das alles schön straff. Und auch die Sitze sind sehr schön straff, haben guten Seitenhalt. Das weiß schon mal zu gefallen. Ja, man kann hier beim Fiat übrigens drei verschiedene Modi einstellen. Ich habe jetzt hier auf dem Range-Modus stehen. Es gibt noch einen Sherpa-Modus. Da werden sozusagen viele Verbraucher abgeschaltet. Und es gibt den Normalmodus. Im Normalmodus segelt man mehr. Im Range-Modus rekuperiert er doch relativ stark. Und im Sherpa-Modus, wie gesagt, werden alle möglichen Verbraucher abgeschaltet, um möglichst energieeffizient die letzten Kilometer hier aus dem Akku rauszukratzen. Und mit dem Range-Modus ist auch One-Pedal-Driving möglich. Und er verzögert tatsächlich sehr stark bis zum Stillstand. Wunderbar. Der Fiat 500 beschleunigt ungefähr in 9 Sekunden auf 100. Das ist richtig flott hier und man ist im Prinzip an der Ampel relativ schnell weg und lässt so manchen hinter sich. Also das macht richtig Spaß hier. Ja, auf der Autobahn fällt natürlich auf, dass das Cabrio-Dach hier Windgeräusche produziert. Das heißt, es ist schon ein bisschen lauter, als man es vielleicht erwartet hat. Aber ansonsten ist der Wagen total leise. Die anderen Windgeräusche vom Spiegel sind so gut wie unhörbar und die Reifengeräusche sind auch sehr dezent, weil einfach auch dieses Rauschen von hier oben alles andere übertönt. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber es ist zumindest nicht so, dass man denkt, es ist hier wahnsinnig laut drin. Also kann man wirklich nicht sagen. Das haben sie gut hingekriegt und auch das Dach hier, das Stoffdach, das ist ganz gut gedämmt. Dieses autonome Fahren in Anführungsstrichen Level 2 mit dem Spurhalteassistent und dem adaptiven Tempomat, das funktioniert hervorragend hier bei dem kleinen Auto. Also ist fast schon Autopilot-Feeling. Die Aktivierung finde ich jetzt ein bisschen umständlich. Also man muss erst den Tempomat einschalten und dann schaltet sich entweder der Lenkassistent automatisch dazu. Das funktioniert aber nicht immer so reibungslos. Also manchmal will er irgendwie nicht, dann dauert das ein paar Sekunden. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, wieso das so ist, aber gut, so ist es im Moment. Und trotzdem funktioniert es einwandfrei. Geschwindigkeiten eiert man schon so ein bisschen zwischen den Linien hin und her. Also ganz so perfekt ist es dann doch noch nicht. Und jetzt so nach ungefähr 20 Kilometern, jetzt fahren wir auch schon Tempo 130,
ist der Durchschnittsverbrauch ja nun gar nicht mehr so wie angekündigt. Von wegen 14, wir sind jetzt bei 19,7 Kilowattstunden. Und es ist wieder mal verhext, ich mache eine Probefahrt. Ich bin auf dem Weg nach Bremerhaven und es fängt an zu regnen. Geräusche bei Tempo 130 sind jetzt irgendwie nicht lauter geworden als bei 120. Von daher halten die sich echt in Grenzen und der Wagen ist per se doch wirklich sehr, sehr leise. Also da kann man nicht meckern. Das Dach ist wirklich gut gedämmt hier vom Cabrio. Ja, und nach 40 Kilometern haben wir doch tatsächlich hier schon 80 Kilometer Reichweite verloren. Wir sind jetzt bei 130 Kilometer oder 129 Kilometer Reichweite. Wir starten mit 209 und wie gesagt, wir haben jetzt 40 Kilometer geschafft. Also bin mal gespannt, ob das nachher noch knapp wird. So, 50 Kilometer unterwegs, Durchschnittsverbrauch 20 Kilowattstunden und wir haben noch 107 Kilometer Reichweite. Und gekommen sind wir von 209, das heißt, wir haben über 100 Kilometer verloren und sind nur 50 Kilometer gefahren. Das ist richtig übel. So, gleich 60 Kilometer unterwegs, Durchschnittsverbrauch 19,7 Kilowattstunden und da vorne ist dann die Ausfahrt Bremerhaven Zentrum und da mache ich dann wieder meine Wende. So, wir sind in Bremerhaven angekommen. Wir haben jetzt die 67 Kilometer gefahren und haben noch 94 Kilometer Restreichweite. 48% ist im Akku. Gestartet bin ich mit 85. Das heißt, ich habe nicht ganz 40%, also 37% Akku verloren. Wenn das so weiterläuft auf der Rücktour, dann komme ich mit 11% zu Hause an. Da habe ich nicht viel Reserve, aber gut, 11% sollten eigentlich reichen. Und im Moment habe ich einen Durchschnittsverbrauch bei den 67 Kilometern von 18,8 Kilowattstunden. Aber ich finde, der Fiat 500 fährt sich wirklich wie ein großer. Also Fahrkomfort ist hier ganz groß. Sowohl Geräuschkulisse als eben auch diese Assistenzsysteme, das ganze Fahrverhalten. Das fühlt sich irgendwie an, als wäre es eine Klasse höher. So, 120 Kilometer unterwegs, jetzt kurz vor meiner Abfahrt, dann geht's gleich nach Hause. So, wir sind wieder angekommen. Wir haben 134 Kilometer zurückgelegt und einen Durchschnittsverbrauch insgesamt von 18,9 Kilowattstunden auf 100. Wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 97 km/h, das ist relativ hoch. Und wir haben jetzt noch 12% im Akku, das heißt, ich habe fast eine Punktlandung hingelegt. Ich hatte ja in Bremerhaven geschätzt, dass wir mit 11 ankommen. Die Restreichweite beträgt 24 Kilometer. Und ab den 12% fing auch hier das Display an, sich zu melden und zu sagen, dass der Akkustand niedrig ist und dass ich doch möglichst bald mal laden soll. Und ja, das werde ich auch gleich nochmal tun, denn wir fahren nochmal kurz an einen Schnelllader und dann nehme ich noch eine Ladekurve auf.
Ja, das war mein Reichweitentest vom Fiat 500e. Und ich muss zugeben, der Wagen gefällt mir richtig, richtig gut. Also das Design ist einfach spitzenmäßig. Da stehe ich irgendwie drauf. Italienisches Design ist genau mein Ding. Und das haben sie bei dem Auto richtig gut hingekriegt. Auch die elektrischen Eigenschaften sind ordentlich. Die Reichweite ist auf der Autobahn leider nicht ganz so gut, aber in der Stadt sieht das schon anders aus. Da ist der Verbrauch auch viel niedriger. Da nähern wir uns schon eher der 14 Kilowattstunden an. Jetzt auf der Autobahn bei Tempo 130, 10 Grad und ein bisschen Regen. Ich meine, der Verbrauch war gar nicht so hoch. Das war völlig okay für diese Geschwindigkeit, die wir gefahren sind. Ja, überlegt's euch mal, fahrt den Wagen mal Probe. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ich glaube, wenn man hier einmal drin gesessen hat, dann stellt sich so ein Haben-Wollen-Gefühl ein. Da muss ich euch wirklich davor warnen. Also seid gewappnet, wenn ihr den Wagen Probe fahrt. Es könnte sein, dass ihr den unbedingt haben wollt. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst mir nicht, einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.